ich grüße euch. Ich habe das Thema heute überschrieben, ein Lebensstil der Anbetung halten oder bewahren. Wir sind nun kurz vor Heiligabend und ich möchte schon mal diese Information geben, dass die nächste tägliche Andacht oder das tägliche Nachdenken erst am 27. wieder stattfindet. Es gibt ja dann die Weihnachtsfeiertage und dafür schon mal Gottes Segen. Nun, wir lesen Folgendes in Matthäus 2, Vers 2. Da kommen die drei Weisen oder die drei Magier oder was auch immer, Politiker, Könige. Gibt ja unterschiedliche Auslegungen darin, aber es waren sehr einflussreiche Leute von weit her. Und sie fragen dann, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Nun, sie haben da etwas gesehen in den Gestirnen und man kann heute nachvollziehen, dass da offensichtlich tatsächlich die Sternkonstellation ähnlich war, um diese Zeit herum, dass da eine größere Lichterscheinung am Himmel zu sehen war. Und dann heißt es, siehe, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und das ist insofern erstaunlich, weil das ganze Volk Israel, da waren ganz wenige, die überhaupt vorbereitet waren. Ja, man wartete auf den Messias, aber so richtig irgendwie nicht. Da sehen wir Simeon, ja, da sehen wir Hanna, aber das sind so wenige. Letztendlich das ganze, der ganze Priestertum und auch das ganze Königshaus, niemand erwartete wirklich einen Messias und gerade das Königshaus wollte auch gar keinen. Die haben ja dann alles unternommen, um genau das zu verhindern. Aber jetzt kommen hier Menschen von weit her und sie nehmen etwas wahr, sie sind auf der Suche, sie haben sich aufgemacht und sie suchen jetzt den. Und sie sind gekommen, weil sie genau wussten oder wahrgenommen haben, das ist nicht normal, das ist nicht irgendwie alltäglich. Nein, wir sind gekommen, um anzubeten. Und ich möchte uns das so sehr ans Herz legen, gerade an diesem Weihnachtsfest. Es geht um viele Dinge und man will auch dankbar sein und so weiter. Aber ich glaube, es geht um so viel mehr. Wenn es um Jesus Christus geht, dann geht es um Anbetung. Wenn wir das lesen, was die Bibel beschreibt, wie es im Himmel vor sich geht, da wird deutlich, da ist so viel Herrlichkeit und Schönheit, da ist so viel Majestät und letztendlich so viel ja, von der Herrlichkeit Gottes, dass da alle, die dort sind, in Anbetung fallen. Nicht, weil sie offenbar müssen oder weil man sagt, ja gut, habe ich zwar keine Lust, aber muss ja, nein, sondern weil es letztendlich die Reaktion auf diese Schönheit ist. Vielleicht haben wir auch schon mal an einem Ort gestanden, an einem Wasserfall oder in der Schönheit der Natur, wo man eigentlich nur noch staunen konnte, wo man verweilt hat, wo man nur noch aufgenommen hat, nur noch genossen hat, weil man so baff war von dieser Schönheit. Manchmal sieht man das in der Tierwelt oder in einem wunderbaren Sonnenuntergang, man starrt auf das Meer oder in die Berge. Man sieht die Herrlichkeit dieser Schöpfung. Und schon da, sagt ja die Bibel, können wir etwas wahrnehmen von Gottes Größe und Herrlichkeit. Aber wie muss denn erst der Schöpfer sein, wenn doch schon die Schöpfung im Detail und in ihrer Farbenpracht, in ihrer Gewalt so majestätisch und gewaltig ist. Sie kamen nun, um anzubeten. Und man muss da Folgendes vor Augen haben. Da kommen sie nun und sehen dieses Kind. Wir wissen nicht genau, wie alt Jesus da war, ob er jetzt ganz frisch geboren war. Aber es ist am Ende nur ein Kind. Arm, nicht reich, nicht der Prunk. Und das, was ich hier geistlich so entscheidend und stark finde, ist, sie fangen an, ihn anzubeten. Man muss doch fragen, kommen Leute von so weit her? Und jetzt sehen sie so eine Armut, so wenig, so eigentlich gar nichts. Wie kommen sie denn dahin? Ich meine, sie suchen ja zuerst beim König und fragen danach. Und sagt, na, hier ist gar nichts. Naja, wir forschen nach. Und dann sehen sie, aha, da in Bethlehem könnte sein. Aber was hier deutlich wird, ist, diese drei Weisen, sie haben sich nicht daran gestört, dass Jesus nicht im Tempel lag, nicht mit großem Prunk und Majestät letztendlich gepudert wurde. Nein, sie sehen viel tiefer. Wie viele Menschen stören sich am Christentum, an Jesus und sagen, ja, das kann ja alles gar nicht sein und ob das nun Gottes Sohn ist, das machen wir mal bei Zweifeln. Und man kommt mit so vielen Argumenten, das hätten sie auch tun können, so viele Argumente. Aber sie sehen tiefer, sie sehen darin, es ist etwas Besonderes. Es ist der König. Es ist der König aller Könige. Es ist Jesus Christus. Es ist der Retter. Und sie beugen sich und sie bringen Geschenke. Sie gehen in Anbetung. Ich möchte uns ermutigen, da wo wir vielleicht Zweifel haben, da wo wir nicht genau wissen, wie sieht's aus,
Aber dass wir anfangen, in unseren Herzen tiefer zu blicken, zu erkennen, vielleicht sogar zu beten, Heiliger Geist, öffne mir neu diesen Zugang, zu erkennen, wer Jesus Christus ist. Dass wir genau in diese Haltung kommen. Ich bring dir meine Gaben, ich bring dir mein Leben und ich fall nieder vor dir und will dich anbeten. Ich wünsche uns, dass wir das gerade in diesen Tagen erleben, dass wir, wo immer wir auch stehen mögen, aber dass wir hinzutreten und Jesus Christus als das erkennen, was er ist, nämlich der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns Menschen zu retten. Und dass wir unser Leben bringen und ihn anbeten. Gott segne euch, wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir sehen uns dann gerne in der kommenden Woche wieder.